Karin Leukefeld, Sie halten sich zurzeit im schweizerischen Montreux am Genfer See auf, wo heute die lang erwartete Syrien-Konferenz beginnt. Was ist das Ziel dieser Konferenz? Nun, das erklärte Ziel der Veranstalter, also das sind insbesondere die USA und Russland unter dem Dach der Vereinten Nationen. Das erklärte Ziel dieser Veranstaltung ist, eine politische Lösung in Syrien zu finden, einen politischen Prozess einzuleiten, wie er im Juni 2012 im Genfer Kommuniqué vorgezeichnet worden ist. Das heißt, der Weg soll bereitet werden, um eine Übergangsregierung einzuführen, die deren Aufgabe es sein soll, Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen vorzubereiten und einen verfassungsgebenden Prozess einzuleiten. Die Mitglieder dieser Übergangsregierung haben ausschließlich diese Aufgabe und sie müssen von allen Konfliktparteien akzeptiert werden. Es hat lange Auseinandersetzungen darüber gegeben, wer von syrischer Seite aus an dieser Konferenz teilnimmt. Wer ist denn nun dabei und wer nicht? Ja, also ich würde mal das so beschreiben, dass der größte Teil der syrischen Opposition nicht an dieser Konferenz teilnimmt. Wer dabei ist, ist ein Teil der oppositionellen nationalen Koalition. Diese Gruppierung wird insbesondere von den Freunden Syriens, also einem Staatenverband um die Vereinigten Staaten von Amerika herum, unterstützt. Diese Gruppierung, nationale Koalition der oppositionellen und revolutionären Kräfte in Syrien, ist über die Frage, ob man an dieser Konferenz teilnehmen soll oder nicht, auseinandergebrochen. Also der Syrische Nationalrat, eine Vorgängerorganisation der nationalen Koalition, ist also aus dem gemeinsamen Bündnis ausgetreten, weil sie rigoros gegen jede Teilnahme an dieser Konferenz waren. Das heißt, wir haben also eine nationale Koalition sozusagen, die hier an den Gesprächen teilnimmt. Das sind 15 Vertreter, darunter zwei Frauen, zwei kurdische Vertreter, einige sogenannte moderate Kräfte, wie zum Beispiel auch Michel Kilo, der ja in Deutschland auch bekannt ist. Außerdem sind noch 4 Vertreter von bewaffneten Gruppen aus Syrien dabei, die dieser Delegation angegliedert wurden. Wer nicht teilnimmt, das ist ein Großteil anderer bewaffneter Kräfte in Syrien, die ganz unterschiedliche Ziele mit ihrem Kampf dort verbinden. Die einen, die einen islamischen Staat wollen, die anderen, die dort den Gotteskrieg führen, die dritten, die also vor allen Dingen für die Interessen Saudi-Arabiens kämpfen. Und wer auch nicht teilnimmt an dieser Konferenz, ist also eine Vielzahl von moderaten und säkularen Oppositionsgruppen, die von Anfang an immer gegen eine bewaffnete Auseinandersetzung in Syrien gesprochen hat. Dazu gehört die Nationale Koalition für demokratischen Wandel in Syrien, der ja auch die Kurden angehören. Und dazu gehört auch die Gruppierung, den syrischen Staat aufbauen, die sich vor allen Dingen zum Ziel gesetzt hat, eine Zivilgesellschaft in Syrien aufzubauen. Diese Gruppierungen sind gar nicht als Gruppierungen so eingeladen worden und insofern nehmen sie hier auch nicht teil. Es hat Berichte über einen diplomatischen Zwischenfall, sag ich mal, in Athen gegeben bezüglich der Anreise der offiziellen syrischen Delegation. Um was für einen Zwischenfall handelt es sich da und wie ist der politisch einzuordnen? Ja, das ist so, dass die offizielle syrische Regierungsdelegation ja aus zwei verschiedenen Gruppierungen besteht. Also zum einen, ein Teil der Delegation ist aus Damaskus selber gekommen. Dazu gehört der Außenminister und der stellvertretende Außenminister, die Präsidentenberaterin. Ein anderer Teil der Delegation ist aus New York gekommen, wie zum Beispiel der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen.
Die Maschine, die aus Damaskus gekommen ist, ist eine kleine Maschine gewesen. Die musste in Athen zwischenlanden, um aufgetankt zu werden. Und sie bekam auch die Erlaubnis dafür, zu landen und aufgetankt zu werden. Aber dann hat sich also angeblich die Firma, die also für die Betankung zuständig war, geweigert, das Flugzeug zu betanken, mit der Begründung, die Sanktionen der Europäischen Union würden das unterbieten. Also würden das verbieten, dass diese Maschine also betankt würde. Es hat insgesamt 4 Stunden gedauert, bis dann durch intensive Verhandlungen und Einmischung auch des griechischen Außenministeriums diese Firma überzeugt werden konnte, das syrische Flugzeug aufzutanken. Und dann haben sie gefordert, dass also dieses Benzin bar bezahlt werden musste. Sie haben also auch keine Kreditkartenbezahlung akzeptiert. Das Ganze hat dazu geführt, dass die syrische Regierungsdelegation also etliche Stunden später erst in Genf angekommen ist und Vorgespräche, die vorgesehen waren mit dem russischen Außenminister Lavrov und mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon, diese Vorgespräche konnten also nicht rechtzeitig stattfinden. Und man muss das natürlich schon so deuten, dass es also eine absichtliche Behinderung der Anreise der syrischen Regierungsdelegation war. Ist es denn bereits an diesem ersten Konferenztag schon zu ersten Ergebnissen gekommen? Nun, man muss sagen, dass diese Veranstaltung hier in Montreux eigentlich wie eine Art Eröffnungsveranstaltung ist. Also es sind hier insgesamt 45 Delegationen vertreten, inklusive Vertreter der Europäischen Union, der Arabischen Liga und der Organisation der Islamischen Staaten. Alle haben also die Möglichkeit, hier eine Stellungnahme abzugeben. Am Vormittag führten insbesondere die Stellungnahmen der syrischen Regierung und der syrischen Opposition also zu einem kleinen Eklat, also weil sie sich gegenseitig doch massiv beschuldigt haben. Und zudem der syrische Außenminister, der für die Regierung gesprochen hat, auch seine Redezeit deutlich überschritten hatte, was dazu führte, dass Generalsekretär Ban Ki-moon ihn also mehrfach unterbrochen hat, um ihn zu ermahnen, dass er jetzt doch aufhören solle zu reden. Die Gespräche hier am Vormittag, beziehungsweise die Reden, die am Vormittag gehalten wurden, waren im Wesentlichen von Anschuldigungen an die syrische Regierung geprägt. Jetzt am Nachmittag kommen auch andere Stimmen zu Wort, wie zum Beispiel die Vertreterin aus Südafrika, der Außenminister von Indien oder auch der Außenminister von Brasilien. Also die Vertreter der BRICS-Staaten, die ja bekanntlich auch eine andere Position für diesen syrischen Konflikt eingenommen haben. Und sie haben sich doch sehr viel moderater gezeigt, nicht eindeutige Schuldzuweisungen vorgenommen. Die eigentlichen Gespräche zwischen der syrischen Regierungsdelegation und der syrischen Oppositionsdelegation beginnen am Freitag in Genf. Und sie könnten also bis zu 7 Tagen dauern. Das hat der russische Außenminister Lavrov bereits angekündigt. Und dann wird man sehen, ob es tatsächlich Ergebnisse geben wird. Sie haben gerade über die verschiedenen Teilnehmer auch gesprochen. Ich möchte nochmal nachhaken. Der Iran, der wurde vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zur Konferenz ja erst ein- und dann wieder ausgeladen. Warum das? Und anschließend, welche Gründe gäbe es denn für eine Teilnahme des Iran an diesen Gesprächen? Nun, also dieses Manöver, den Iran erst einzuladen und dann wieder auszuladen, war natürlich ein Zeichen deutlicher Schwäche der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen agieren hier im Auftrag der USA und Russlands. Und die USA war ganz offensichtlich dagegen, dass der Iran teilnimmt. Wobei man sagen muss, dass die USA natürlich da auch im Interesse ihrer Verbündeten gehandelt hat, nämlich einerseits Frankreichs. Auch Frankreich war gegen eine Teilnahme des Irans. Saudi-Arabien
war gegen eine Teilnahme des Irans. Und alle diese Staaten unterstützen natürlich die Oppositionsdelegation, die hier anwesend ist, nämlich die nationale Koalition. Also das hat doch deutlich gezeigt, dass die Vereinten Nationen nicht tatsächlich Herr des Geschehens sind, sondern dass sie lediglich ihren Namen für diese Veranstaltung zur Verfügung stellen. Ein UN-Beamter hat das so bezeichnet, dass die UN natürlich nur so stark ist, so stark eben halt die einzelnen UN-Mitglieder sich auch auf einen Konsens einigen können. Und da gab es hier auf gar keinen Fall einen Konsens in Bezug auf den Iran. Warum der Iran so wichtig ist, an dieser Konferenz teilzunehmen, das zeigt ein Blick auf die Landkarte. Der Iran ist eine regionale Großmacht. Der Iran hat seit über 30 Jahren enge politische Verbindungen mit Syrien, unterstützt die syrische Regierung und ist von daher natürlich ein ganz wichtiger Partner für einen zukünftigen Frieden in Syrien. Eine andere Großmacht, über die man sehr wenig hier spricht, ist natürlich Saudi-Arabien. Saudi-Arabien steht in einem Konflikt mit dem Iran und spielt natürlich in dem Krieg in Syrien auch eine sehr wichtige Rolle, weil Saudi-Arabien bewaffnete Gruppen massiv finanziell und militärisch unterstützt. Im Vorfeld der Konferenz sind Fotos aufgetaucht, auf denen augenscheinlich gefolterte und getötete Menschen zu sehen sind. Um was für ein Report handelt es sich dabei und wer hat ihn herausgegeben? Ja, die Umstände dieses Berichts sind ein bisschen unklar. Also veröffentlicht wurde der Bericht gleichzeitig von der britischen BBC, von dem Guardian und von dem US-amerikanischen Sender CNN. Es ist ein Bericht, der im Auftrag des Emirats Katar entstanden ist. Katar hat eine Anwaltssozietät in London beauftragt. Die wiederum hat drei ehemalige UN-Sonderermittler beauftragt mit der Untersuchung von Fotomaterial, das von einem, so heißt es jedenfalls, ehemaligen Militärpolizisten aus Syrien zur Verfügung gestellt worden ist. Dieser Militärpolizist hat sich aus Syrien abgesetzt, hat nach eigenen Angaben 55.000 Fotos, digitalisierte Fotos mitgebracht, die insgesamt 11.000 Todesopfer zeigen. Und der Mann hat erzählt, er selber sei also Fotograf in einem Militärkrankenhaus gewesen, wo er diese Fotos aufgenommen hätte. Es heißt, diese Männer seien alle in syrischen Gefängnissen zu Tode gefoltert worden oder zu Tode gekommen. Und das ist sozusagen durch die drei ehemaligen UN-Sonderermittler bestätigt worden. Sie sprechen von einem von Morden im industriellen Maßstab und haben also das ganze Material offenbar auch den Vereinten Nationen vorgelegt. Aber ich denke, dass man diesen Bericht doch prüfen muss, denn der Geldgeber letztendlich ist Partei in dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Katar unterstützt mit Geld und mit Waffen auch bewaffnete Gruppen in Syrien gegen die syrische Regierung. Das heißt, dieser Report soll und wird vermutlich auch Auswirkungen auf den Verlauf der Gespräche haben? Ja, also es hat insofern heute schon Auswirkungen gehabt, als der Bericht in verschiedenen Redebeiträgen heute Morgen auf der Konferenz auch zitiert worden ist. Natürlich ist es Thema in allen Medien. Und der Vertreter der Nationalen Koalition, also der Oppositionsdelegation, hat also diese Bilder erwähnt in seinem Beitrag und hat gesagt, das sei also ein Beweis dafür, dass die syrische Regierung Verbrechen begehen würde, wie das Nazi-Regime damals in Deutschland. Und wenn man diesen Vorwurf vorbringt, dann ist es auch ganz eindeutig, dass man mit den Personen, die also diese Regierung vertreten auf der Konferenz, auch in keiner Weise in Verhandlungen eintreten will. Karin Leukefeld, in Montreux hat es nun den Gesprächsauftakt gegeben. Wie werden die am 24. Januar beginnenden eigentlichen Gespräche in Genf
angegangen, beziehungsweise welche konkreten Themen sind da auf der Agenda? Also die Gespräche, die in Genf beginnen, da gibt es eine bestimmte Choreografie dafür. Das heißt, nach meinen bisherigen Informationen wird es so sein, dass also in einem großen Saal mehrere Tische stehen. An einem Tisch sitzt die syrische Regierungsdelegation, an einem weiteren Tisch sitzt die Delegation der Opposition, an einem dritten Tisch dazwischen positioniert sitzen die Vertreter der Vereinten Nationen. Die beiden syrischen Delegationen bestehen jeweils aus 9 Personen. Sie haben nur einen Sprecher und der Vertreter der Vereinten Nationen, also Lakhdar Brahimi, wird jeweils an einen Tisch gehen, dort verhandeln, dort Informationen entgegennehmen. Und dann wird er mit diesen Informationen an den Tisch der anderen Delegation gehen und dort das vorbringen und dort verhandeln. Also es ist so eine Art Pendeldiplomatie, die dann da in diesem großen Raum stattfinden soll. Gleichzeitig hat jede Seite auch noch militärische Experten und technische Experten zur Verfügung, die aber wiederum an getrennten Tischen sitzen und eben für spezielle Fragen zur Verfügung stehen. Im Hintergrund, in einem weiteren Raum, werden Experten von Russland und den USA sitzen und diese beiden Delegationen, also aus den USA und aus Russland, werden von den stellvertretenden Außenministern geleitet werden. Man hat sich im Vorfeld auf ausschließlich 2 Themen geeinigt. Jede Seite konnte ein Thema vorbringen, worüber sie unbedingt reden wollte, worüber sie verhandeln wollte und wo sie zu einem Ergebnis kommen will. Die syrische Regierungsseite hat das Thema Kampf gegen den Terrorismus in den Vordergrund gestellt. Und die Delegation der Nationalen Koalition hat das Thema humanitäre Hilfe in den Vordergrund gestellt. Also das werden die 2 Themen sein, über die jetzt in der ersten Verhandlungsrunde gesprochen werden wird. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man also bei diesen Themen auch zu einer Art Ergebnis kommen kann nach vielleicht 7 oder 8 Verhandlungstagen. Karin Neugefeld, vielen Dank für dieses Skype-Gespräch ins Pressezentrum der Syrien-Konferenz im schweizerischen Montreux. Ich danke Ihnen auch.